Die letzte Mission war mal echt hart. Vielleicht nicht insane, wie der Schwierigkeitsgrad heißt, aber boah, da haben wir schon ein bisschen dran geknabbert. Am Ende geschafft, aber es war nicht ohne. Bin mal gespannt, wie die nächste wird. Ich bleib erstmal auf dem Schwierigkeitsgrad. Mal schauen, ob es irgendwann zu mühsam wird. Moment, geht's noch. The appearance of the Eldar is a complete mystery to me. I have dealt with these treacherous aliens in the past and have never seen rhyme nor reason to their actions. It is unnerving. I prefer the Orc as an opponent. For all their brutality, there is a twisted form of honor with the Orcs. They meet their opponent on the field of battle, but the Eldar seem to have contempt for all. Fighting them is like shooting at mist and shadows. Isidore spent hours interpreting the runes on the marker that was unearthed by the forces of chaos, and has discovered what they seek. He claims it is some form of key, but to unlock what, he is unsure. Never mind. It is enough that the chaos forces seek it. The key lies in the ruined city of St. Luvramar. Ja, stimmt. Was die Elder da machen? Keine Ahnung. Gehen wir auch auf den Sack. Lieber gegen Orks kämpfen. Bin ich ganz der Meinung von Gabriel. We have but one recourse left. Do you understand what is asked of you? You cannot ask that which I offer freely, Farseer. My life is yours. It belongs to all Elder now, brave one. You will become the war cry made manifest. The host is assembled, and we fully commit ourselves to the battle. You are the best of us. May Kayla Menchikane find you worthy of becoming his avatar. Then the human shall have the death they seek. This delay! You cost us the key, Sindri. The false Emperor's lackeys and Eldar will battle for the city. They are not but hapless fools before your might, Lord Bale. Surely, a modicum of patience is in order here. Matters progress to your benefit and my devices. You'll see. Have faith. Have I led you astray thus far? No. But if you fail me in this... Yes, yes, then my suffering will be great. Just be ready to move when I instruct. Just a bit longer, and then the key will be mine. Welcher Key? You are approaching the objective. On your guard, brothers. Welchen Key wollen die alle haben? Und wer ist dieses Riesenmonster von den Eldar? The key is located in this monument, which is currently held by the Eldar. An ambush! Foul Xenos! Können auch unsichtbar werden, oder was? We must find our way through the city to the monument and take it from these treacherous aliens. Solange nicht wieder welche Webway Gates hinter meinem Rücken haben, das war in der letzten Runde etwas anstrengend. Das brauche ich nicht nochmal. Take and hold. On alert, brothers. The enemy must be nearby. Yes, my lord. I await your instructions. I will do as you ask. Ah, hier haben wir auch noch einen Punkt, den wir einnehmen können. This day shall be a glorious one for also die Objectives mal richtig angucken. Capture the monument. Okay, das. Mehr gibt's dann tatsächlich nicht. Protecting a monument that contains a blasphemous artifact known as the key. Ja, den wollen wir wieder haben. Dann wollen wir das mal. Wir haben schon zwei Plasma-Generatoren. Was haben wir da? Eine Relic? Das ist der gelbe Punkt. Securing objective. Direct us to the enemy. What would you have me do? I await your instructions. Initializing build protocol.
At your command. Today, the enemy shall know. Yes, my lord. I await your instructions. Taking damage. Beware the Emperor. At your command. At your command. None. Beware. Fear the night's fate. Orders received. Surrender to the enemy. Orders received. At your command. What would you have me do? Fate is our shield. Orders received. Heresy grows from idleness. We will crush the enemies of the Imperium. Walk softly. Ever vigilant. We are the Emperor's chosen. What would you have? Ever vigilant. Ever vigilant. So, die Upgrades mal machen hier. Build Routine 721 initiated. Chapel Barracks wollen wir auch. Ne, hab ich ja schon. Quatsch. Aufgepasst. Haben wir doch schon. This day shall be a glorious one for the Imperium. Ruhig ein paar Heavy Bolters mitnehmen. My faith is my shield. We stand ready. Achso. What would also noch einnehmen. Was ist denn hier los? Pennen ein bisschen. Vielleicht mal ein Assault Marine Squad bauen. Marine Squad deployed. Wir bleiben hier mal in der Base. Zum Verteidigen. I await your instructions. What is your order? Na, Priorität hier. Here to serve. As you wish. Da war ein Relic, das will ich doch ganz gerne mal einnehmen. The Emperor protects. Heresy grows from idleness. While the enemies of the Emperor still draw breath, their confusion increases. Faith and duty. Ever vigilant. My knowledge is at your disposal. What is your order? Wir müssen wieder nach vorne ziehen, dass sie nicht immer wieder abbrechen und ihre Bolter rausholen. Yes, Lord. Mal ein bisschen gucken, dass ich nicht in die Zange genommen werde. I shall obey. We are the Emperor's chosen. What is that thing? A demon conjured by the treacherous Eldar. It is okay, wir ziehen uns mal kurz zurück hier. We cannot allow this abomination to walk on Imperial soil. Destroy it, but be wary, yes, brothers. Lord. It will be an enemy to be reckoned with. Yes, most beneficent one. Yes, my lord. Stay vigilant, brothers. The Emperor protects. The enemy is attacking. Okay, da bin ich ein bisschen. Beware the alien, the mutant. Ja, die hängen da hinten noch rum. Das so doll ist. Yes, Lord. With all due haste. Ja, ganz gewinn mich jetzt auch nicht. Die sollen jetzt mal einfach schnell besiegen. Idealerweise. Okay, ich muss das mal hier ausschalten. Okay, hier werde ich ziemlich überrannt, auch insane. The Emperor protects. Bin ich ein bisschen zu schnell expandiert, dachte ich, naja, und hier das einnehmen und dann, ouch.
Wie viel Abhier hat denn der? 11.000. Und zum Vergleich, 1000, 4000, okay. Vielleicht ist es besser, wenn ich hier nicht zu früh aggro. Wir müssen was lernen mal. Melee Damage 1000. Wie viel machen wir so? 60, 80. Okay, klar, 1000. Wir müssen was über die Einheiten mal lernen, wenn ich hier was einschätzen kann. Warp Squider heißen die Spinner. 7 bis 12, Range Damage. Okay, die sind auf jeden Fall. Die will man halt in den Nahkampf verwickeln. Das sind ja scheiße. Infantry und Vehicle sind die los. Guardian Squad. Wir sind im Nahkampf immer schon. Was ist das, wo die gut sind? Ne, hier Infantry sind sie ja so, wie sie gut sind. Heavy Infantry für Infantry. Ranger Squad. Man kann die nicht alleine auswählen, diesen. Die Weapons-Plattform, die Craft-Plattform. Ist hier irgendwie attached anscheinend. Brothers, regroup! Taking damage. Oh, der rennt jetzt irgendwann weg. Auch interessant. The Avatar is retreating. I command in the name of the Emperor. Ich warne zurück. Das ist die Craft-Plattform. Den konnte ich auch alleine anwählen. Ich wollte die mal wieder was über die Einheit lernen. Jetzt darf ich nicht mehr. Okay, wir restarten mal die Mission. Ob ich mir auch so stationäre Verteidigung bauen sollte? Türme? Our choices are... Awaiting orders. Awaiting orders. Objective acquired. I await your instructions. I will do as you ask. Hope is the first step on the road to disappointment. At once. Lila ist dann auch ein Strategic Point hier hinten. Vielleicht soll ich erstmal in die Richtung expandieren. Wenn die von da kommen. Here to serve. My knowledge is at your disposal. Direct us to the enemy. Captured. Area secured. Knowledge is power. Hide it well. We are the Emperor's chosen. So. Yes, most beneficent one. Sicherstellen, dass wir I will do as you ask. Vernünftige Ressourcen haben. I will do as you ask. Das Hot Marine Squad ist echt ganz praktisch, eben wenn ich die in den Nahkampf zwingen möchte. An open mind is like a fortress. So, mal schauen, ob wir jetzt auf der anderen Seite kommen, wenn ich hier angreife. The immortal emperor. My knowledge is at your disposal. Heresy grows from my knowledge is at your disposal. Wo kriege ich denn den Sergeant her? There is no such thing as innocence. Great is our shield. Onward to glory! Dead from the orders received, brother. I stand ready. At your command. So, wo kriege ich die Sergeants her? Kriege ich die automatisch hier, wenn ich das Monastery baue, oder? Knowledge is power. Ziehe ich jetzt mal zurück hier. Dass ich halt nicht so mich hier zu sehr ausbreite. Und es dann gleich nach hinten losgeht. Können ja ruhig mal das hier eben bauen. Und gucken, wie man vorbeikommt. Okay. Guck
Complete Requisitions sind immer ziemlich schnell weg. Machen natürlich auch gerade einige Upgrades. Aber die Sergeants sind schon recht wichtig. What is that thing? Okay, dieser kommt von da. Schnell weg, schnell weg. It is called Avatar. We cannot allow this abomination to walk on Imperial soil. Destroy it. But be wary, brothers. It will be an enemy to be reckoned with. I stand ready. Yes, my lord. Ach, hier steht's auch, wofür ich das brauche. Okay, Monastery brauche ich. Yes, my lord. Yes, lord. Faith is our shield. We are the Emperor's chosen. Mal kurz gucken. Plasma Guns gegen Heavy Infantry. Genau, das ist gegen normale Infantry. We are the Emperor's chosen. Die Granaten und Melter Bombs werden schon ziemlich gut. Das sind die Power-Waffen für die Sergeants. Der ballert irgendwie so über die Map anscheinend, der Avatar, und nimmt so random Sachen ein. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin mit den Kollegen und nehme mal den Punkt ein und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich habe gerade ein bisschen Respekt davor, will mich nicht zu schnell ausbreiten. Venerate the immortal. Okay. Ever bitter as your command. An open mind is like a fortress. We are the Emperor's chosen. Unguarded. What's your order? We stand ready. We stand ready. Men! Oh, das so gut ist. Yes, my lord. Orders received. Warum? Ist das nur für dich manchmal die Hauptkeys? There is no such thing as. We are the Emperor's chosen. So, geht mal kurz zurück. The Avatar is retreating. We are the Emperor's chosen. Okay. In die Richtung laufen war jetzt nicht ganz ungefährlich. Okay, okay. Wir müssen vorsichtiger sein. Ach, not enough power die ganze Zeit. Kann ich nicht aufgepasst. Ich muss so geklickt. Ah, irgendwie habe ich das nicht genug. Habe ich noch nicht genug. Gleich wird die richtige ganze Zeit die Power fehlt. An open mind is like a fortress with so, ich habe zweimal Heavy Boulders. Immer noch einen Marine Squad erstmal, wenn wir eh drauf warten, dass wir genug Power bekommen für die anderen Sachen. Nutzen wir das mal. Jetzt alle Heavy Boulder. No such thing as könnt ihr gleich nochmal probieren. Marine Squad deployed. Here to serve. Nochmal da ein Listening Post zu bauen. Der Avatar ist ja vorhin vorbeigelaufen, aber we are the Emperor's chosen. Vielleicht understood. Awaiting orders. Ist er jetzt woanders. Knowledge is power. On alert, brothers. Der heilt sich jetzt so langsam. Wäre fast besser, wenn er einfach gestorben wäre und dann wiedergekommen. Heresy grows from idleness. Ich will erstmal das am liebsten einnehmen. Ich guck grad ein bisschen, dass ich mich halt nicht zu den Einrichtungen ausreite und dann zu viel Flanken offen lasse. Here to serve. As you wish. Von hier unten sollte eigentlich keiner kommen, obwohl hier könnte natürlich auch irgendwie jemand langlaufen, über die Straße kommen. Keine Ahnung, wo die sind. Die Gegner sind überall. So. Das mal ausbauen. Bevor ich meine Streitmacht zu hoch ziehe, die Economy nochmal stärken. Slack Deposit haben wir da. Wäre auch nicht uninteressant. An open mind is like a fortress with its gates unbarred and unguarded. Stand
stay vigilant, brothers. Ich brauche eigentlich schon, dass ich die eher gegen Infanterie einsetze und dass ich die mit Raketenwerfern ausrüste. Dass ich halt auch spezifisch ein paar Einheiten habe. Das sind die vier. So, die Idee ist halt, die mal schön in den Nahkampf schicken und die schweren Einheiten ein bisschen blocken. Die schießen von der Entfernung drauf, kriegen Infanterie vor allem. Heavy Infanterie jetzt nicht so gut mit Plasma Gun, naja. Und dann ein Squad oder zwei mit Raketenwerfern, die ich auf Gebäude und auf Fahrzeuge schicke. Das ist so ein bisschen die Idee bisher. Und die verwickeln gefährliche Fernkampfeinheiten in den Nahkampf. Vielleicht können die alle noch ein bisschen mehr Heavy Weapons tragen. Was mich immer noch nervt, ist eben diese ganze Geschichte, die ich jedes Mal bemängel. Irgendwie muss man es anders einstellen können, dass die mit den Heavy Weapons dann andere Reichweiten haben und dann manchmal so blöd im Kampf rumstehen. Das finde ich immer ein bisschen ätzend. We stand ready. So, Missile Launcher. We stand ready. Ich überlege gerade noch, ob ich vielleicht noch mal das mische, ob ich Heavy Bolters und... Taking hits! I stand ready. Wir probieren einfach mal den jetzt, bevor der es hier einfach kaputt macht. Fear not the Psyker. Faith is our shield. Ja, wenn er so billig im Kreis geht und meine Sachen kaputt macht. So erbärmlich. I await your instructions. Das kostet doch alles Geld, Kind. Build Routine 721 initiated. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Ich misch das mal, weil die haben auch immer Heavy Infantry, habe ich gegen beides ganz gut. So, ich... Noch ein Squad mit Raketenwerfern und dann gehen wir mal ein bisschen los hier. Boah, ich will ein paar Fahrzeuge. Die Dreadnought zum Beispiel, wenn ich da einfach mal wo reinlaufe, das macht so einen riesen Unterschied. Ich weiß, das ist noch nicht so richtig nachgerechnet, aber gefühlt ist das manchmal so krass. Da kann ich schon, weiß ich nicht, zwei, drei Trupps Space Marines reinschicken, die werden auseinandergenommen. Und so ein Dreadnought um die Ecke gewankt und der macht halt, was er will. Das ist ihm halt, völlig egal. As you wish. Yes, Lord. Okay. Faith is our shield. Faith is our shield. Komm, wenigstens noch einen Auftrag gebe. Okay. Venerate the immortal emperor. Ich gehe jetzt mal hier hin, das ist ja auch gleich neben meiner Base. Mind over matter. Faith is our shield. At your command. Das ist krass, wie schnell der Avatar das einfach kaputt macht. Hope is the first step on the road to disappointment. So, ihr geht mal vor. Through the destruction of our enemies do we earn our salvation. Ever vigilant. At your command. Venerate the immortal emperor. Yes, my lord. Awaiting orders. Under fire. Fire. Der Ruck ist noch einigermaßen fix mal. Mind over matter. Through the destruction of our enemies, we earn our salvation. Knowledge is power. Hide it well. Cleanse, purge, tear, awaiting orders. Venerate the immortal emperor. Heresy grows from Icarus. Hope is the first step on the road to disappointment. Ja, und mit den Heavy Weapons, das macht jetzt schon ordentlich Unterschied. Den Sergeants. At your command. Knowledge is power. Hide it well. Fear denies faith. Maintain
Take your command. Position secure. Orders received. What's your order? An Imperial relic. We cannot allow these precious relics to fall into enemy hands. There are three relics rumored to be located in the area. Capture them, if at all possible. They can be captured by infantry in the same way strategic points are captured. An open mind is like a fortress with its gates. Der Avatar natürlich wieder. Here to serve. Build routine 721 initiated. As you wish. Knowledge is power. Heresy grows in idleness. Yes, my lord. Objective acquired. Faith is our shield. Ja, natürlich. Ja, und das hält da irgendwie immer nicht lang. So, der Maschinenkalt ist bald fertig. Upgrades mal machen hier. Schießen auf meinen Servitor auf hin. Schießen auf das Gebäude. Ich warte einfach mal kurz, bis die Einheiten dann ready sind. Nicht, dass ich ja jetzt angreife und dann kommen die gleich alle Akku rübergelaufen. So viel macht das im Gebäude jetzt auch nicht aus. We stand ready. Activating jump pack. Schon krass, wie weit die ihre Jetpacks nutzen können. Ah! Weg. Here to serve. Ich habe so billig im Kreis geht. Okay, jetzt. Emperor. Okay. So, Dreadnoughts. Knowledge is power. Hide it well. Faith is our shield. Kann ich ihn komplett besiegen oder kommt er immer wieder? Ready. Und der haut zwischendurch mal ab. Der Avatar. Awaiting orders. Aber ich kann ihn auch komplett besiegen, wenn ich ihn jetzt halt zusammen schieße, bevor der abhaut. Objective achieved. Fear not the Psyker. Marine squad deployed. At your command. Awaiting orders. There is no such thing as innocence. Any fire. My aim shall not falter. None shall stop us. We are the Emperor's chosen. I have a word. Command me. Take me into battle. Take me into battle. I will crush those who stand before me. Marine squad deployed. What's your order? Activating jump pack. Destroy the armor. Ah, der Avatar. I am ready to serve again. By his word. Jetzt braucht man noch schnell auseinander nehmen. The Avatar is retreating. Mal guck, that's a retreating. The Avatar is destroyed. The Eldar will not fight so fiercely now that their symbol of war is vanquished. At your command. Well done, my brothers. Yes, my lord. Command me. Ach guck, sind ja tot. Das macht's natürlich besser. So. I await your instructions. Kann ich auch mal das Slack-Deposit da? Fear not the sight. Heresy grows from idleness. Awaiting orders. I am ready to serve. Again. I will be there soon. Das einnehmen. Da kann man nichts drauf bauen, oder? Auf den Relics.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man keinen Listening Post drauf bauen. Na doch! Okay. Irgendwie dachte ich, das geht nicht. Fear denies faith. I have awoken. It is better to die for the enemy than live for yourself. Mind over matter. Ever vigilant. Fear denies faith. I am the instrument of his will. Faith is eternal. Dann scheint die Mission jetzt ziemlich harmlos zu sein. Ich hätte irgendwie mehr Respekt vor dem. We stand ready. We stand ready. Vor dem Avatar. Heresy grows from idleness. We stand ready. So, die vielen Raketenwerfer. Venerate the immortal emperor. Heresy grows from idleness. I am the instrument of his will. We are the emperor's chosen. I await your instructions. Here to serve. I exist to serve. Ja, obwohl geht er zum Slack Deposit, ehrlich gesagt. I shall obey. I will do what is the Sackgasse? I stand ready. What is your order? Heresy grows from my we are the emperor's chosen. Moving out. Onward to glory! Die schießen so billig da auf mich, oder was? Warte mal, Kinders. Activating jump pack. Orders received. Fall back! You will stand your ground! Ich muss aufpassen, die schießen auch auf mich. Wo kommt hier entlang? Ja, gehen wir hier unten lang. Dreadnoughts da mal lang schicken. Venerate the immortal emperor. My aim shall not falter. Heresy grows from was macht der hier eigentlich alleine? Komm mal kurz zurück hier, wir treffen uns jetzt hier mal. So. An open mind is like a fortress with its gates unbarred and unguarded. We stand ready. Ever vigilant. Ever vigilant. I am the instrument of his will. So, wo ist denn der Kollege? To serve. I shall obey. I will do as you nur ein bisschen sparsam mit dem Servitor. Ich gönne mir jetzt einen zweiten Servitor. Ich bin schon krass drauf, sag ich euch. Knowledge is power. Hide it well. So, dann gehen wir doch hier mal rein. Is the first step on the road yes, to my lord. Orders received, yes, my lord. At your command. Mal zum Scouten hier hoch. Lohnt es sich hier lang zu gehen? Ja, das sieht schon so aus. Okay. Ja, okay, dann wartet mal hier. Faith is eternal. Knowledge is power. Fear denies will. Yes, noch ein Servitor. Ich mach manche verrückte Sachen, ich sag's euch. Und dann gehst du nach hier rüber. Plus 40. Produzieren die anderen nur so wenig? Plus 10. Achso, hier. Plus 10. Müssen wir mal das Upgrade machen. Ach, schon irgendwie ist das ein bisschen wenig, was da passiert. Here to serve. Yes, Lord. At last,
back to an open mind is like ever a fortress vigilant. With its gates unbarred and unguarded. Nimm das Relic mal noch ein hier. At last, back to my knowledge is at your disposal. Faith is our shield. Ever vigilant. Fear not the sight. I am ready to serve. What's your order? Again. What's your order? We stand ready. I await your instructions as you wish. Gleich zu erforschen. Force Commander Librarian Upgrade, sehr gut. The enemy is attacking! Stopp mal dann noch hier. Dafür haben wir die Kollegen hier. Weil es irgendwie mal Action ist. By his word. Also ich würde mir die Upgrades mal angucken, genau. Dann kann der Librarian noch Word of the Emperor machen. Inspiring Aura. Ja, ja, mach mal einfach die Upgrades. It is better to die for the Emperor than live for yourself. Die werden auf dem Listening Post zerschossen. Ach, die kommen da glaube ich jetzt nicht hin, oder? Ja, die sollten das eigentlich einnehmen. Fear not the sight. Command me. Die stehen sich alle so ein bisschen gegenseitig im Weg. Yes, my lord. Stay vigilant, brothers. I stand ready. Faith is eternal. Yes, my lord. Ever vigilant. Die Ecken müssen auskundschaften, nicht, dass da gleich welche in den Rücken fallen. Kein großer yes, Fan von. Lord. Build routine 721 initiated. There is no such thing as innocence. Ever and vigilant. Degrees of guilt. Weapons at ready. At it last. Is time. Back what's to your war. Order? Die Mission ist deutlich einfacher als die letzte. Knowledge is power. Hide it well. At your command. I am ready to serve. We are the Emperor's chosen. The Eldar have fortified this bridge and closed the gate. In order to get through, we must capture and hold the strategic point on the bridge for 2 minutes. This will give us enough time to rework the gatehouse circuitry and open the gates. Terminators are now available for deep strike from the chapel barracks. Terminators are now available for deep striking. They can be found at the chapel barracks. The orbital relay is ready for construction. With the mobility it will grant us, we cannot fail. We have captured all three relics in this area. Relics justify the requisition of the Emperor's finest tools. We may now requisition Terminators at the orbital relay structure. Use these units well. They are almost unstoppable on the field of battle. We stand ready. Faith is eternal. Moving out. Achso, da sind's. Läuft anscheinend nicht so gefährlich. So, bauen wir jetzt nochmal. Nein. Und dann deepstriken wir die Terminators. Erst einmal im Spiel. Das Upgrade erstmal machen. Der Listening Post 2. Ah ne, ist sogar der Listening Post 1. Listening Post 2 ist eigentlich noch ziemlich stark. Keine Ahnung, wo die mal herkommt, die Spinne. My knowledge is at your disposal. At your command. Yes, my lord. At last, back to war. Wir müssen das aufstellen hier. We've captured the strategic point controlling the bridge. Now we must hold it against the enemy. Das könnte spannend werden. So, wirklich ab. I await your instructions. An open mind is like a fortress with its gates unbarred. Yes, my lord. Yes, my lord. Fear denies faith. At last, back to war. So, hier mal aufschließen von der anderen Seite. An open mind is like yes, my lord. With its gates unbarred. So, kann hier mal in den Rücken fallen. Targets. I am the instrument of his will.
Geht leider gar nicht. We only need to hold the bridge point for one more minute. Stay vigilant, brothers. What's your order? I have a warning. Knowledge is there. What's your order? We stand ready. Hear the nine statements. Yes, my enemies. And we're the man. Direct us to the enemy. Even in death, I still serve. The enemy is attacking. Was war das hier? We have captured the bridge. The gates will now be lowered. Haben die auch gut aufgehalten, die hier? So, was ist das? Sollten wir was machen? Nee. My knowledge is at your disposal. Is our shield. Awaiting orders. At last, back to war. Ach, guck, jetzt kann ich auch noch Last Cannons bauen. Sauber. Die beiden gegen die Last Cannons. Yes, most beneficial. Du kommst hier mal rüber zum Reparieren. Dann können wir jetzt mal. The enemy is attacking. Ich bin nochmal zur Gruppe 5 mit hinzugefügt. Oh, okay. Müssen wir ein bisschen mal gucken, was hier los ist. Raketenwerfer auf den. Oder erstmal auf den. Meine Einheiten mal ein bisschen neu sortieren. There is no such thing as innocence. Only degrees of guilt. So, die blockieren sich jetzt auch ein bisschen. Das ist immer das Problem, wenn man zu viele von den kleinen Einheiten hat. Dann blockieren die sich alle gegenseitig. So. Was ist jetzt hier noch? Orbital Relay, achso. Yes, Lord. Yes, my lord. Faith is eternal. Guck, haben wir schon einen verloren. I am the instrument of his will. Ich tue ihm mal eine Gruppe jetzt, die hier vorne stehen. Again. Yes, most beneficent one. Und warum haben wir das schon wieder verloren? Was ist da los? The enemy is. Und wo kommen die eigentlich immer her? Das weiß auch keiner. So. Venerate the immortal emperor. Kommt jemand nach vorne? Das sind noch alle ihre Sonderwaffen, haben sie. Die haben alle ihre Raketenwerfer auch. Denen geht's auch noch gut, die nehmen das eben mal ein. At last, back to war. It is better to die for the Emperor than live for yourself. To me, my brother, even in death I still serve. Okay, die kommen jetzt auch mal die Map gewackelt hier. Orbital Relay, kann ich es einfach hier hinsetzen? Nee, natürlich nicht. Initializing build protocol. Yes, most beneficent one. It is better to die for the Emperor than live for yourself. Okay, ich möchte jetzt also wenigstens für den Kampf bereit sein, dass ich auch schön einsetzen kann. Ich brauche nochmal einen Servitor. Und dann hier mal die Upgrades. Einheitenlimits anheben. What is your will? Here to serve. So, what is my will? Orbital Relay is my will. With all due haste. Hier noch mehr Sachen upgraden, ja. Commander Hero Upgrade, Battle Cry. Jetzt wird langsam richtig viel freigeschaltet. Ich habe in diesen Fights bisher gar nicht mal so häufig benutzt jetzt die Spezialfähigkeiten. I am ready to serve again.
Ja, wird nach Merit, reicht jetzt auch. So, wir in die Front ziehen und dann geht's los. Yes, my lord. Bisschen Platz machen. Die Dreadnoughts da durch können. I am the instrument of his will. I will purge the unclean. Sein geilen Last Cannon hier. Okay, na dann. There is no such thing as innocence. Command me. We are the Emperor's chosen. Die Lasern sieht schon gut aus. Guck mal, was jetzt alles. Lord of the Emperor. Warum kann der eigentlich nichts? Das Battle Cry wird gerade noch erforscht. Yes, my lord. So, Orbital Relay. Wargear, Personal Teleporter. So. Dreadnoughts, kann ich den auch mit dem Orbital Relay reinschicken, dann oder was? Erstmal machen wir die Terminators. Haben wir denn Assault Terminators? Machen wir normale Terminator mal. Squad Limit Reached. Wie teuer ist denn das? 4. Müssten wir eigentlich halt jetzt mal so einen Servitor suiciden. Aber es geht ja nicht. Kurz die Upgrades machen. Geht nicht Level 2? Oder kann ich das nur an den normalen machen? Ja. Na toll. Das ist auch scheiße. Probier das mal aus, wie das funktioniert. Ob ich die dann auch Orbital striken kann einfach. Wäre auch nicht schlecht. Einfach so ein Dreadnought ins Gesicht. Normale Space Marines möchte ich jetzt nicht mehr bauen, weil die fressen ja nur meine... Die fressen ja tatsächlich nur meine Population Limit auf. Ist doch scheiße. Also guck mal, nicht mal eingenommen. Man muss ihnen doch sagen können, Suicide. Für den Imperator. Gut. Sterben. Erwürgen sie sich selbst. Wie Sergeant Hartman gesagt hätte. Oder Colonel. Oder keine Ahnung, was ist denn der richtige. Der richtige Rang. Das Spiel wollte, dass ich hier eine Secondary Base baue. Wird das jetzt nochmal so schwierig, der Kampf, dass ich da nochmal so viele Einheiten brauche und das so gefährlich wird? Die Last Cannon macht das schon ganz krass. Ich habe noch echt viel Vehicle Limit. Das ist alles ganz super. Das heißt, ich baue hier einfach mal eins. Dann kann ich mir noch wenigstens auch schnell... Ach guck, dann kann ich hier doch hin. Ja, hier dann einfach baue hier Dreadnoughts und die Deep Strike ich dann einfach. Viel Spaß dann. Yes, most beneficent one. With all due haste. Ich natürlich noch ein paar Terminators haben, aber vielleicht. Even in death I still serve. Die, die, die. Venerate the immortal Emperor. Maintain attack formation on your own. Under fire. An open mind is like a fortress with its gates unbarred and unguarded. Vielleicht bin ich noch ein Orbital Relay. Kann ich hier nicht noch mehr Dreadnought einfach ins Gesicht schießen? Werden die Dreadnoughts dann erst zum Population Limit gezählt, wenn ich die dann einsetze? 14 von 20, vielleicht auch nicht. Aber man kann nur eins bauen, oder was? Position secure. Okay.
Ist noch ein Slack Deposit, weil ich alles nicht. Ich brauche jetzt ressourcenmäßig eh nichts mehr gerade. Meine Dead Dreadnoughts gehen hier gerade ein bisschen kaputt. Yes, my lord. Understood. Yes, my lord. Und, ne? Die Ressourcen lassen auch ein bisschen nach. Irgendwann decayen die, man sieht die halt dann aufgebraucht. Machen wir es einfach mal jetzt hier mit dem Deep Strike. So. Ja, guck. Schon ein bisschen geil eigentlich. I am ready to serve. Again. I will purge the Ideen in eternity. Burn, heretic. My knowledge of awaiting orders. Direct us to the enemy. So, gleich weitere bauen. Yes, Lord. Das anders brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Wo habe ich das jetzt gebaut? Keine Ahnung, Secondary Base. With all due haste. At last, back to war. What's your order? Awaiting orders. Was auch immer, ist da wenig ganz halt hier im Rücken noch, Ärger machen. Yes, most beneficent one. As you wish. The enemy is attacking. I shall obey. As you wish. Objective achieved. Kurz das Slack Deposit freimachen. Können wir ganz methodisch angehen anscheinend die Mission. Hope is the first step on the road to disappointment. Faith is eternal. Faith is eternal. Faith is our shield. Gleich in Nahkampf verwickeln, dann sind ja wertlos, die Kollegen. Hier kommen doch erstmal Nahkampfeinheiten. Aber kein großer Unterschied, wenn die immer weggeballert werden. Meine Dreadnoughts gingen ganz schön drauf. Also die haben jetzt auch schon noch mehr Anti-Vehikel-Waffen. Aber wir haben hier auch noch ein ganzes Optal Relay voll mit Dreadnoughts, die nur auf ihren Einsatz warten. So, mal Action machen hier. Ich werde das mal auf den Hotkey packen. Das geht das? Na, geht. Zack, zack, zack. Zu weit vorgehen, Kines. Da alleine. Einfach alle mal hinschicken jetzt.
Jetzt habe ich noch nicht mal. Da muss ich bis zur nächsten Mission warten. Ich will doch keine Einheiten zu sein. Aber ich konnte die billige Craft-Plattform daran fährt. Jetzt keine Terminator einsetzen in der Mission. Weil ich halt nicht das Population damit hatte. Gleich da mal Deep Strike. Die Mission war jetzt wieder sehr einfach. Jetzt ein bisschen viel los. Knowledge is power. Okay, reicht schon. Hide it well. Ich bin mehr Respekt, nachdem es am Anfang so schief ging, aber danach war es eigentlich, nach diesem ersten Quatsch, ging es ganz gut. To the wind, but you must heed me. Bury that which lies beneath my feet. It will undo us all. I may be your enemy in this, but we both have a greater foe. Do not listen, Gabriel. We must destroy this alien. She knows much. Much we need to learn. What could she offer but lies? Do not trust her, Gabriel. The key! Damn you! Who was that alien? What did he steal? A key. The last step along a bloody path. A key to what? The undoing of us all. Stop speaking in riddles! He stole a key. A key to the shadows of this world, to the evil horror that lies within. Tell me what this key does. You do not know. Your Inquisitor keeps you on a short leash. He knows. Ask him. How dare you speak ill of the Emperor's loyal subject? He has known since he arrived. Or should I say, he never left. Do you not think it convenient he appeared from nowhere and landed on the cusp of a warp storm? Or that I know him already? Human, you are caught in events beyond your reckoning. But we can help one another and stop the forces of chaos from succeeding. You fought well, alien. And while we share common goals, I cannot risk your betrayal in this matter. You have squandered enough of my attentions. No. For better or worse, we are locked in our course now, him and I. Your enemies have taken position in the Danann City sector. They will not remain there long. We are too weak to fight them. You have seen to that. Aber man könnte auch mal ein bisschen genauer sein, wenn man versucht, da irgendwie ein gemeinsames Ziel zu erreichen und nicht immer noch so eben in Rätseln sprechen. Dann wäre Gabriel vielleicht eher geneigt, da auch. Man hat eh schon zugehört. Dann würde er vielleicht auch besser erkennen, worum es geht. Anstatt, nee, frag doch deinen Inquisitor, der weiß eh Bescheid. Ich sag's dir nicht. Ja, sag's halt einfach. Dann können wir vielleicht weitermachen. Naja, wie immer ist Chaos das Hauptproblem, wie es aussieht. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die in der nächsten Folge uns Ärger machen. Dann sollen die Elder halt uns nicht nerven. Sollen die halt mal sagen so, hey, hier, Chaos, lass doch erstmal das angehen und dann schauen wir weiter. Aber nee, die nerven mich halt mit so einem komischen Avatar und so. Kein Wunder. Ach, einfach alle weghauen. Xenos, Chaos, Heretics. Alle weg. Und dann eine bessere Welt für uns Space Marines. Kann so einfach sein. Aber die Mission war einfacher deutlich als die davor. War ein bisschen
hatte ein bisschen zu viel Respekt irgendwie vor der Mission. Einmal, weil die davor dann doch haarig war und weil das einmal am Anfang mit dem Avatar so schief ging. Da hätten wir ein bisschen schneller expandieren können. Und ja. Ich wollte jetzt keine Einheiten opfern, aber wir haben die Terminatoren gar nicht im Einsatz gesehen. Das will ich jetzt auch nochmal. Bestimmt in der nächsten Mission. Hoffentlich gegen Chaos und dann hoffentlich mit Terminatoren. Bis dann. Ciao.